And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, the Shadow of the Templars. Last time we were still in Montfaucon, and yes, it is spelled pronounced Montfaucon and not Montfaucon. The German localization actually has a mistake here. Well, one of many, unfortunately. So there was the statue that somehow was connected to the manuscript, because we have seen in the manuscript a knight, which was also holding a staff like this. And just as in the manuscript, this statue has an inscript saying, "Per disciplinam meam lux videbis." Yeah, or in English, "Through my teachings you will see the light." Ein Stück eines Bleiglasfensters. Wow. And as I recall from memory, you need some kind of auf lens. Auf den großen Durchbruch zu hoffen, indem man sich jede Menge Statuen anschaut, war wohl doch etwas optimistisch, yes, schätze ich. You need some kind of lens in order to make sense of this. To my knowledge, we cannot actually make any progress here. I don't think that you can actually get the drinking glass from the policeman, and to be quite frank, that wouldn't even make much sense. They would just put any random drinking glass onto the statue, and then you would decipher the code. However, we do know, we have one information regarding this knight, this statue of a knight, because André Lobineau, he actually recognized, or, well, he found out to which family the coat of arms on that knight belongs, the knight that is seen in the manuscript, and which probably coincides with the knight in the church where we have just been. And that knight is a knight of, or that family is the family de Vasconcellos. So what we now want to do is to make a trip to Spain and visit said family. Yes, there's an... Oh. Actually, forget what I was just saying, because we actually haven't yet been to the museum, and Lobineau didn't tell us that, because I did that off screen, and yeah, sorry. And now I just ruined the exposition that you're going to get for you. Anyway, so yeah, I did this off screen, and then I forgot that I didn't already do it in the last video. Okay, so now we want to talk to André, and he will tell us, will tell you, what I just told you again. Hallo, okay. George. Warum machen Sie so ein langes Gesicht? Haben Sie es denn noch nicht gehört? Das Dreibein wurde gestohlen. Sie machen Witze. Ich verstehe das einfach nicht. So viele andere Schätze und die Diebe haben sich das Dreibein ausgesucht. Ein moderner Alchemist vielleicht? Wer weiß, in Paris laufen genügend Verrückte herum. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet, sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Hm. Okay, just for the fun of it, let's show him the tripod. Oh, André. Oui? Was würden Sie machen, wenn ich Ihnen verrate, wer das Dreibein geklaut hat? Ich würde die Polizei anrufen und die Täter verhaften lassen. Hm. Das habe ich mir fast gedacht. Wer war's? Oh, das weiß ich eigentlich nicht. Es war eine hypothetische Frage. Schade. Wenn ich den Kerl in meine Finger kriege, drehe ich ihm den Hals um. Let's now show him the manuscript. Let us ask him about the manuscript. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Okay, Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren.
Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Glauben Sie, die Schriftrolle könnte eine Karte zu einem Templerschatz sein? Ehrlich gesagt, nein. Das ist zu weit hergeholt. Sie ist ein interessanter und seltener Fund, aber das ist auch schon alles. Aber wäre das nicht toll, wenn es sich um eine Karte handeln würde? Der Schatz der Tempelritter. Eine wunderbar romantische Vorstellung, George. Aber extrem unwahrscheinlich. Improbable it is, but nonetheless. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. It is the truth. Okay, now we want to talk to the guard. Verzeihung. Oui, Monsieur. Just because. Oh, Sie sind das. Ja. Was wollen Sie denn diesmal? Sie wollen sich doch nicht schon wieder in dem Schrank da verstecken, oder? Ah, of course not. We want to ask him about the tripod. Ich höre, das Dreibein wurde gestohlen. Nichts verbreitet sich schneller als schlechte Nachrichten. Es ist wahr, gestern Nacht ist es passiert. Ich habe immer gesagt, dass die Alarmanlage nichts taugt. I think you said that the alarm was actually very secure. Anyway, let us actually show him the tripod and watch what happens. Erkennen Sie dieses Dreibein? Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Das sollte es auch. Sehr ähnlich dem Dreibein, das wir mal hier im Museum hatten. Genau das meinte ich. Aber das hier ist ganz offensichtlich eine ziemlich plumpe Fälschung. Richtig. Ja. Vielen Dank für Ihre Hilfe. That's a little bit of funny dialogue that you can get. And now we want... Yeah, now we actually can go to Spain. And visit the family of the Vasconcelos. Shouldn't it be the Vasconcelos? My Spain is a bit rusted. But still. Grazia plena. Ich bin kein Architekturstudent, aber das kleine Gebäude sieht alt aus. Ob das vielleicht so eine Art Sommerhaus ist? This game is just beautiful. The scenery is so... It's so beautifully drawn. And so many little details. Ein wackeliger alter Kerl sprengt den Rasen. Wenn dieser Garten allein auf seinem Mist gewachsen ist, muss er fähiger sein, als er aussieht. Let's talk to him. Hi, ist dies das Haus der Familie de Vasconcelos? Wer will das wissen? Ich hatte das deutliche Gefühl, dieser alte Stinkstiefel würde Ärger machen. Ich heiße George Stobart. Ich habe mich gefragt, ob... Das Haus ist nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Ist das hier das Haus der Vasconcelos? Ja. Yeah. Und was geht Sie das an, Senor? Hören Sie, ich möchte doch nur einmal mit dem Haushaltsvorstand sprechen. Es gibt hier keinen Haushalt. Nur die Gräfin und mich. Ja, yeah, it is the Vasconcelos, not this. That doesn't make sense, okay. Let us ask him about the Templars. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wer will das wissen? Spekulieren Sie auf eine kleine Bestechung oder sowas? Es gibt nichts, was Sie mir bieten könnten, Senor. Außer dem Vergnügen Ihrer Abwesenheit. Der Typ schirmte die Gräfin offenbar vor der ganzen Welt ab. Aber warum? Erzählen Sie mir doch etwas über die Gräfin de Vasconcelos. Sie empfängt keine Gäste. Das ist alles, was Sie wissen müssen.
Sie wissen doch noch nicht einmal, worüber ich mich mit ihr unterhalten will. Sie hat ja wohl kaum in der Lotterie gewonnen, oder? Let's be honest, okay. Nein, sie hat nicht in der Lotterie gewonnen. Ein etwas gewitzterer Mann hätte jetzt behaupten können, dass sie gewonnen habe. Oh ja, sicher. Hätte er was? Hätte er tun können. Und dieser gewitztere Mann wäre dann vom Grundstück vertrieben worden. Die Gräfin spielt nicht in der Lotterie. Good thing we didn't try to be cunning. Anyway, let us show him our stuff. Ich schätze, diese rote Nase wird Ihnen nichts sagen. Ha! El Flojo! El wer? El Flojo! Er ist Clown im staatlichen Fernsehen. Oh, ist der gut? Er ist so lustig wie die Katze. Nur lacht man bei ihm weniger. Eher gar nicht. Ah. Sehen Sie diesen Edelstein? Männer sind dafür gestorben. Sehe ich etwa nicht so aus, als sei mir das völlig egal? Erkennen Sie diesen Mann? Nein. Sagt Ihnen dieser Laborpass etwas? Nichts. How is this a lab pass? Wissen Sie, was das ist? Sie. Ich habe ein ähnliches Werkzeug, um die Installationsschächte auf dem Anwesen zu öffnen. Erkennen Sie dieses Streichholzbriefchen wieder? Ich rauche nicht. Haben Sie irgendeinen Verwendungszweck für eine Handvoll Gips? Nein. Was halten Sie denn hiervon? So ist das also. Sie sind Vertreter. Wenn ich medizinische Geräte verzocken wollte, wüsste ich aber bessere Orte. Das können Sie mir glauben. Möchten Sie mir gerne die Hand schütteln? Das glaube ich weniger, Senor. Schauen Sie sich diesen Stoff an. Das ist ein Lappen mit irgendwelchem schmierigen Zeug drin. Ja, das stimmt genau. Was halten Sie von diesem Dreibein? Ich halte gar nichts davon. It's a bit weird that okay. George is carrying the tripod in his Adios. Pocket. I don't mean the fact that it would be much too big to actually fit in his pocket, but just the fact, even if you accept the silly adventure game logic, why would he take a tripod, which according to Lobino is very fragile, on a trip to Spain? Anyway, let us visit the old lady, or at least try, because this guy is inevitably going to prevent us from entering. Hey? Ja. Sie? Ja, was gibt's? Es würde Ihnen doch bestimmt auch nicht gefallen, wenn wildfremde Leute einfach in Ihre Wohnung spazieren würden, oder? Also nein, ich glaube nicht. Dann nehmen Sie doch selbst auch ein bisschen Rücksicht. Okay, sorry. Fair enough. Okay. Of course, there's a quite obvious puzzle. We need to distract this gardener. And there's this water hose that we can stop. We can stop the water flow by using the blood measure device. Strangely enough, George doesn't actually, well, pump up the device, so it wouldn't work, but maybe the people who drew the animations got a little bit lazy there. Mein Schlauch hat aufgehört zu spritzen. Wirklich? Sieh, mein Schlauch hat noch nie aufgehört zu spritzen. Naja, tut mir leid, das zu hören. Es ist immer etwas traurig, wenn eine alte Tradition endet. Hatten Sie etwas damit zu tun? Ja, Sie. Also, ich bin schockiert. Ich bin zu Stein erstarrt. Wie können Sie so etwas nur denken? Ganz leicht, Senor, ganz leicht. Ich werde jetzt herausfinden, warum mein Schlauch aufgehört hat zu spritzen. Und dazu werde ich in das Haus gehen. Sie jedoch werden keinen Fuß in das Haus setzen. Oh, will we? Wenn Sie das täten, würde ich ja die Hunde auf Sie hetzen. By the way, in the German dubbing, they actually changed the meaning of the dialogue a little bit by introducing some sexual innuendo, which is not in the original version of the game.
And when we'll come back, folks, we will try to enter the mansion of the De Vasconcellos and talk to the Countess. And perhaps hear some more sexual innuendos. So until next time, folks, until then.